Hola und guten Morgen, Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zum GPL Spieltag Nummer 22 hier heute auf meinem Kanal gegen den lieben Pyromanics, den Leiter des Teams Tornupto Brotherhood. Ja Leute, kurz bevor der Kampf und die Team-Preview und so alles losgeht, würde ich noch gern sagen, dass ich heute ein bisschen angeschlagen bin, krank, irgendwas in der Richtung, was auch bedeutet, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen angekratzt ist, vielleicht merkt ihr das ein bisschen, ich fühle mich da immer wie auf so einer öffentlichen Toilette, kommt halt manchmal nichts, aber ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, dass ich das, wow, habe ich den Spruch gerade wirklich gebracht? Das war jetzt spontan, Leute. Ich habe mir das nicht vorher aufgeschrieben. Das war wirklich spontan. Tut mir leid dafür, falls ihr jetzt irgendwie Ohrenkrebs habt. Aber wie dem auch sei, den Spruch habe ich jetzt leider rausgehauen. Aber gut, ja. Also, wie gesagt, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Bedeutet also, dass der Kampf nicht so feuchtfröhlich wie immer von mir kommt, sondern jetzt halt mal so wie gerade. Ich hoffe, dass ich das noch pünktlich hinbekomme mit der Zeit. Aber gut, kein Stress jetzt erstmal. Wir sehen uns erstmal die Teams an. Wer mein Team jetzt erstmal genauer kennenlernen will und die genauen EV-Verteilungen und meine Idee dahinter, kann sich gerne das Teambuilding-Video anschauen, wie jeden Spieltag. Ist in der Beschreibung verlinkt. Einfach draufklicken, dann könnt ihr das direkt sehen. Ich habe mit seinem Team zu, ja, sag ich mal, 90% gerechnet. Das einzige Pokémon, was ich zu 1000% erwartet habe und eigentlich dachte, dass er das mitnehmen muss, hat er nicht mitgenommen, weil es einfach, ja, so stark gegen mich ist und ich habe mich echt gefragt, wieso nicht. Es war Snibunna. Er hat es einfach nicht mit. Es ist ohne Scarf schneller als mein gesamtes Team. Es kann mit der Verfolgung mein Gengar trappen. Es kann mit einem Icicle Crash mein Tangolos treffen, mein Tornadus, mein Absol natürlich und kann auch mit einem Abschlag mein Tentoxa ziemlich hart anschwächen. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, warum hat er Snibunna jetzt nicht mit? Gut, ist mir jetzt relativ egal, ich habe mich gefreut, aber trotzdem hat es mich gewundert. Jedenfalls hat er Pipi mit, mehr oder weniger für das Weavile kann ich mir vorstellen, weil, naja, die anderen Pokémon sahen mir schon ziemlich safe aus, dass er die so mitnimmt. Lamus hat er auch mitgenommen, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, weil ich halt Absol, Gengar, Tangolos habe, aber gut, er wird sich bestimmt dabei was gedacht haben. Kobalium ist noch dabei, wie gesagt, damit habe ich auch gerechnet, ein Bulky, physisch offensives Mon, kann auch speziell offensiv gespielt werden, natürlich, aber ich habe es jetzt erstmal physisch offensiv erwartet. Wahrscheinlich mit der Steinkante, um Boreos zu treffen, ansonsten Nahkampf, Eisenschädel vielleicht und eventuell noch ein Voltwechsel oder Tarnsteine, irgendwie sowas. Dann ein Latias, Mega natürlich, ich habe da jetzt eher mit so einem offensiveren gerechnet, weil er schon mit Pipi und Lamus zwei defensive Mons hat. Aber da kann ich mich natürlich auch irren, muss man natürlich erstmal herausfinden, denn in einem GPL-Kampf kann alles passieren. Dann hat er Rabigator, ich habe wie gesagt stark mit einem Scarfed Rabigator gerechnet und das kriege ich ja auch mit, dass, ob das gescarft ist oder nicht, denn wenn es mein Jirachi outspeedet, ist es garantiert scarfed, da ich so investiert bin, dass es schneller ist, ich allerdings auch so investiert bin, dass ich sowohl ein Erdbeben als auch einen Abschlag überlebe. Also ziemlich nice, dass Jirachi zum Scouten da und ich brauche Jirachi nicht mehr aufzuheben irgendwie, weil ich es nicht für Weavile brauche, da er das nicht mit hat. Gut, und dann hat er noch Blitzer mit, kann definitiv viel Arbeit in meinem Team machen, weil er halt schneller als alles ist und mich auch ja, immer sehr effektiv trifft mit Spukball, Ampelleuchte und Donnerblitz. Ja, das ist ein bisschen unfortunate, aber wie gesagt, wenn er irgendwas von mir killt, kann ich in Absol gehen, Sucker Punch drücken und ihn killen. Ist dann halt so ein Geben und Nehmen. Aber gut. So viel dazu. Ich würde sagen, wir starten dann einfach mal in den Kampf. Bedanke mich vorher noch bei Blacklink fürs Aufnehmen der GPL-Kämpfe und auch wieder für dieses. Und natürlich auch für Michael, der mir die Pokémon mal wieder gegent hat. Vielen Dank an euch. Der Link zu den beiden ist auch in der Videobeschreibung. Genauso wie allen anderen Teilnehmern. Aber das muss ich ja, denke ich, nicht immer sagen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit dem Kampf an. Let's go. So, Pyromanics will mit dir kämpfen und dann beginnt auch sofort der Kampf. Er liegt hier mit seinem LOL K und wie mir das schon aufgefallen ist, das habe ich vergessen zu erwähnen, seine Spitznamen in diesem Kampf sind sehr, sehr interessant, Leute. Also achtet darauf. Ich fand's, naja, interessant. Gut, Rabilito kommt hier rein, ihr seht schon und ich habe das erstmal predicted. Ich wusste, er wird mit Pipi da nicht unbedingt drin bleiben, da der Eisenschädel einfach obvious ist und denn ich weiß, welches Set ich spiele. Deshalb lege ich hier die Tarnsteine raus, denn ohne einen Defog auf Mega Latias haben wir das erstmal safe im Sack. Und wie ich schon sagte, ich habe mein Oracle so investiert, dass ich jeden Move tanken kann, um ihn dann mit dem Body Slam hoffentlich zu paralysieren, denn es ist eine 60% Chance, auch auf einem Boden-Pokémon, tut mir leid.
aber ich bekomme schon wieder nicht die Para. Die habe ich in dem Kampf gegen Diaspora Play auch zweimal nicht bekommen mit dem Body Slam. Also ich habe da ein bisschen Pech in letzter Zeit mit 60% Chance, dreimal hintereinander, mehr oder weniger nicht. Aber gut, shit happens. Jedenfalls mache ich hier den dicksten Fehler in diesem Kampf. Und zwar sacke ich meinen Jirachi, weil ich einfach ein bisschen salty war, dass der Body Slam wieder nicht geparat hat. Und es war an sich klar, dass ich einen Safe Switch mit Absol habe in einem Knockoff, weil er Scarf war. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich einfach dachte, eventuell überlebe ich noch einen Move mit Jirachi und kann ihn dann paralysieren, weil ich wollte das Teil halt echt paralysiert haben. Aber gut, shit happens, mein Jirachi ist jetzt schon down und es hätte viel gegen Latias machen können, gegen das PP, es hätte einfach allgemein sehr gute Arbeit leisten können, jetzt leider nicht mehr. Gut, jedenfalls gehe ich mit meinem Absol auf Knockoff, das PP hat schon mal starken Schaden genommen, der Evolit ist weg und was noch schöner ist, dass natürlich meine Mega-Evolution raus ist, dann muss ich mir darüber schon mal keine Sorgen mehr machen. Ich outspeede also Latias safe jetzt. Und da kommt das Latias auch schon raus. War klar, dass er mit Pipi da rauswechselt, vor allem ohne Evoliten und ich gehe hier erstmal auf die Toxic Spikes. Hab jetzt einen Layer davon raus, das reicht mir und kann jetzt in irgendein Pokémon reingehen, um dieses Latias besser zu handeln. Und ich habe mich hier für mein Fujin entschieden. Mein Switchin ist wie gesagt Jirachi gewesen, was jetzt weg ist. Das heißt, ja, ich muss mir jetzt ein anderes Opfer für den Draco-Tank suchen und wechsle deshalb bei meinem Boreos. Dachte, das kann es noch am besten tanken, sich auch gegebenenfalls gegenheilen mit der Belebekraft. Aber er geht sofort auf den Gedankengut. Und da dachte ich mir so, scheiße. Denn mein Gedankengut-Check gegen Latias war ebenfalls Jirachi und da das weg ist, habe ich jetzt ein großes Problem gegen dieses Teil und ich entscheide mich jetzt erstmal auf die Kehrtwende zu gehen, sehe, dass das Full HP sein muss, dieses Latias, zumindest hoffe ich, dass ich da richtig gekalkt habe. Full HP hätte es 25-30% gemacht und ich denke mal, dass das so um den Dreh 25% waren. Gehe jetzt jedenfalls in meinen Gengar, um den Sage zu breaken, damit ich dann mit einem Spukball draufgehen kann. Allerdings misst er den Draco und das tat mir unheimlich leid. Das hat genauso gemattert wie die Body Slam Para. Ziemlich unglücklich für uns beide hier an dieser Stelle. Jedenfalls tat es mir wirklich sehr, sehr leid, aber da muss man halt durch, sage ich mal. Ich gehe jetzt jedenfalls auf den Spukball und er sagt hier sein Pipi. Weil es halt gegen sowas wie Absol nicht mehr gewinnen kann, wenn es da nicht safe reinkommt und gegen meinen Gengar halt auch nicht, weil ich die Matschbombe habe. Und ja, ziemlich unfortunate an dieser Stelle für ihn. Jedenfalls geht er jetzt in Kobalium und ich dachte mir so, Fokusstoß wäre jetzt irgendwie zu einfach. Da hat er bestimmt irgendwas für. Und außerdem könnte ich missen, deshalb wechsle ich jetzt hier mal raus in mein Fujin. Ich hätte natürlich den Konter drücken können, mit dem Fokusgurt hätte ich den Zen-Kopfstoß auch überlebt. Aber ich habe einen Safe-Switch mit Fujin, mehr oder weniger. Und ich brauche den Konter plus Sash noch für Rabigator. Und hier sehen wir eine lustige Aktion. Ich gehe auf Orkan, misse, er geht auf Steinkante und misst auch. Also die gleichen sich irgendwie so ein bisschen aus. Body Slam, nicht Para, dann sein Draco-Miss, jetzt mein Orkan-Miss und jetzt sein Steinkanten-Miss. Allerdings gehe ich jetzt auf Orkan und treffe und er geht dann auf seine Steinkante und trifft auch. Leider reicht bei ihm die aus, weil sie sehr effektiv ist gegen mich und bei mir nicht, aber hey, muss man mit leben. Jedenfalls kann ich jetzt in mein Pandora gehen und Knockoff drücken. Ich war kurz davor, in Gengar zu gehen und Spukball zu klicken. Dann dachte ich mir aber, hey, dann kann er einfach in seinen Blitzer gehen und Voltwechsel klicken und ich habe da keinen Switch in. Deshalb habe ich mich hier entschieden, meinen Absol reinzubringen, denn da kann er nicht so einfach in seinen Blitzer gehen, weil ein Tiefschlag da killen würde. Zumindest mit einem möglichen Live-Op-Schaden dazu oder halt den Giftschaden und den Tarnstein, die er hier hat. Aber gut, gegen das Lamus wechsle ich erstmal aus. Ich weiß ja nicht genau, was mich da erwartet. Genau, und wenn er halt mit Blitzer reingegangen wäre, mit dem Voltwechsel, hätte ich halt meinen Gengar safe rauswechseln müssen, wahrscheinlich in Tangolos, und dann hätte er halt wieder in seinen Latias reingehen können, und das wollte ich nicht. Jedenfalls geht er hier auf den Scald gegen meinen Tangolos und burnt mich direkt. Ziemlich unfortunate, ziemlich scheiße, aber hey. Und was ich jetzt mache, ist, ich dachte mir, ich muss jetzt irgendwie ein Play machen, weil wenn sein Latias safe rauskommt und ein Cormind rausbekommt, dann ist Gengar Sash weg. Wahrscheinlich ist dann sogar Gengar weg, weil es mich ausdollen kann, da ich halt kein Damage-Boosting-Item habe. Und dementsprechend muss ich da aufpassen, denn sonst gewinnt halt Latias gegen mein Team, vor allem weil ich halt Boreos nicht mehr habe, was ich outspeedet hätte. Dementsprechend mache ich hier den Double, er geht Gott sei Dank in sein Latias raus und sackt es auch. Ja, er wechselt jetzt nicht irgendwie mal in den Spukball rein, beispielsweise eventuell seinen Blitzer, was im Spukball getankt hätte. Ich bin sehr, sehr froh, dass er das nicht gemacht hat, denn so ist Latias jetzt weg. Hier kommt Rabilaitor dann noch rein und ja, wie eben schon erwähnt, ich kann hier safe auf einen Konter gehen, um dieses Rabigator rauszunehmen und ich überlebe dann halt auf meinem Sash. Allerdings geht er hier auf die Verfolgung und da die nur 40 Base Damage hat und der Scarf ist, lebe ich das sogar noch.
hat jetzt nicht unbedingt gemattert, egal ob er jetzt auf Knockoff Verfolgung und einen Crit bekommen hätte oder so. Ich hätte sowieso überlebt und der Konter killt dann hier dieses Ravigator und jetzt geht er hier in seinen Blitzer raus. Und ich dachte mir so, okay, Gengar könnte ich eventuell noch gebrauchen gegen das Lamus. Weshalb ich jetzt hier auf jeden Fall erstmal auswechsel und schaue, was er so, wie er so investiert ist und gehe einfach in meinen Tentoxa, denn wenn er mich killt, ist in Ordnung, mein Tentoxa brauche ich am wenigsten und kann so erstmal scouten, wie er investiert ist, was er für ein Set spielt oder ein Item. Und er geht hier auf die Ampelleuchte und ist Life Orb. Das sehe ich schon mal und das ist sehr schön, denn mit Gift und Life Orb kriegt er natürlich schön Schaden, sodass der Sucker Punch nachher safe ausreicht, auch wenn er irgendwie defensiv investiert ist. Und auch mit einem Delegator-Set würde ihm das nicht viel bringen, weil er dann halt irgendwann am Schaden, den er sich selbst macht durch den Lebenorb, zugrunde geht. Das bedeutet, da war ich ziemlich safe. Ich sack hier jetzt meinen Tentoxa. Voltwechsel hätte ich, glaube ich, mit einer 1,8%igen Chance überleben können, weil es ein Min-Damage 79% war und ich 79% HP hatte. Aber ja, ist mir auch komplett egal. Ist ja eher Thunderbolt gegangen. Das killt mich. Dann kann ich jetzt hier in meinen Absol gehen und er kann da auch nicht safe in seinen Slowbro gehen, genau. Und selbst wenn, dann hätte ich halt Knockoff geklickt, wenn er Scaldburn bekommen hätte, hätte ich ihn trotzdem mit einem Knockoff danach rausnehmen können und auf einem Sucker Punch dann das Blitzer, weil das halt nach Zahnstein auch trotz Burn von dem Tiefschlag drauf geht und dementsprechend können wir das Slowbro trotzdem einfach rausnehmen. Das hat mich ziemlich gewundert, dass das ein Oko war. Ich weiß nicht, ob es speziell defensiv investiert war oder vielleicht offensiv war, man weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall mehr Damage gemacht, als ich erwartet habe. Muss man auch mal dazu sagen, denn ich habe auch gekalkt, wenn ein komplett physisch defensives Lamus spielt mit der Borleo-Beere, genau, die Anti-Undicht-Beere, kann er gegen ein Jolly Absol mit Slack auf gewinnen. Denn wenn ich sozusagen auf Knockoff gehe und er hat die Borleo-Beere und macht die, glaube ich, um die 40% und ohne Item macht der Knockoff nur um die, ich glaube, 49% oder so war das, 48-49%, das bedeutet, er hätte das immer wieder gegenheilen können, also das, da hatte ich ein bisschen Angst vor, aber der Knockoff hat hier tatsächlich unheimlich viel Schaden gemacht, das lag jetzt auch daran, dass er keine Boleo-Beere getragen hat, sondern eben die Überreste. Und ja, so bin ich ziemlich froh, dass das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war echt zu brenzlig, ja, es war brenzliger, als es hätte sein müssen, denn mein Chirachi, ja, war halt einfach mehr oder weniger so ein Matchwinner gegen viele seiner Pokémon, vor allem halt Latias und ich bin froh, dass ich das gehandelt habe. Das war hauptsächlich durch den Dracomist auch, was mir sehr leid tut, denn mein Gengar hätte sonst nicht viel mehr gemacht, da er sonst nachher einfach mit Ravigator mich hätte trappen können. Dementsprechend hätte mein Gengar die Kills gegen Ravigator und gegen Pipi gar nicht bekommen. Und man weiß halt nie, wie das ausgegangen wäre. Pipi war jetzt nicht der größte Threat, aber Ravigator war einer. Wahrscheinlich hätte ich dann noch mehr mit Tangolos anstellen müssen, da Tangolos halt auch gut gegen das Ravigator war und so weiter. Aber gut, es ist ja nochmal gut ausgegangen. Ich bedanke mich bei Paramanix. Er hat auch am Ende gesagt, es war scheiße mit dem Dracomist, aber sowas ist Pokémon, sowas passiert. Gute Einstellung auf jeden Fall und er hat sich auf jeden Fall gefreut, dass der Kampf immerhin nicht 5-0 gegen ihn ausgegangen ist. Das hat er mir so vor dem Kampf gesagt, aber ja, ich hatte auch ein bisschen Schiss vom Kampf, muss ich sagen, denn er hat ein starkes Team mit Weavile, Ravigator, hatte ich Angst vor und ich bin froh, dass ich es dann doch noch geschafft habe, vor allem Mega Latias, ich stelle mich da irgendwie oft mega dumm an gegen solche Pokémon, da man die einfach schlecht killen kann und die dann halt mit Ruheort und so weiter sich gegenheilen und in der Theorie finde ich es immer sehr schwer, sich darauf vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob das nur eine Macke von mir ist oder allgemein, aber ist ja auch egal, das war's jetzt erstmal mit dem Video, ich will euch jetzt hier nicht zu lange voll quasseln und machen wir jetzt erstmal einen Tee, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Teilnehmern vorbei. Das war's von mir. Wir sehen uns später, Leute. Ciao.